Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr wahrscheinlich jetzt mitbekommen habt, ist diese Podcast-Folge nicht am 1. Februar online gegangen, wie geplant. Denn ja, das Leben passiert, während man plant. Das ist so. Und bei mir ist auch was passiert und dementsprechend konnte ich leider diese Podcast-Folge ja nicht vorher aufnehmen, beziehungsweise auch einfach nicht hochladen. An dem Tag, an dem ich sie aufnehmen wollte, ist meine Oma verstorben und dementsprechend, ja, war der Kopf und auch die Seele nicht reif und nicht in der Lage, irgendwas aufzunehmen. Jetzt habe ich lange hin und her überlegt, ob ich das Thema, was ich ursprünglich machen wollte, mache. Jetzt habe ich mich dagegen entschieden, denn ich wollte über was sprechen, was gleichzeitig mit Flöten zu tun hat, vor allem mit dem Kauf einer Flöte und dem, was es so eigentlich gibt auf dem Markt. Und auf der anderen Seite eine Problematik ansprechen, die vor allem wahrscheinlich Musikstudierende kennen werden, beziehungsweise fortgeschrittene FlötistInnen, die sich ein Instrument kaufen wollen, das ein bisschen mehr Geld kostet. Und warum ich das erzählen möchte, ist, um tatsächlich meine Oma da nochmal die letzte Ehre, nein, aber ihr das nochmal, ich widme ihr einfach diese Podcast-Folge, denn es ist so, dass meine Querflöte, die ich mir gekauft habe 2018, die ich mir habe bauen lassen bei der Firma Mehnert in Ottenbach, ich hätte 2018 nicht kaufen können, wenn es meine Oma nicht gegeben hätte zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise wenn sie nicht den Rest, der noch offen war, an Betrag mir hätte bezahlen können. Und jetzt können wahrscheinlich einige, die hier zuhören, total mitfühlen, wenn ich sage, man ist im Musikstudium oder man möchte Musik studieren, man weiß, das Instrument, was man hat, ist nicht so der Oberkracher. Das wird für eine professionelle Karriere definitiv nicht reichen, beziehungsweise schon im Studium wird das an seine Grenzen kommen. Und dann wird man irgendwann konfrontiert mit Zahlen, die einem im Musikstudium einmal kurz den Arsch auf Grundeis gehen lassen. Denn ja, eine Vollsilberflöte, was für viele professionelle FlötistInnen so das Minimum ist, fängt halt in der Regel irgendwo bei 10.000 Euro an. Vielleicht gibt es ja auch ein bisschen günstiger, aber eine Vollsilberflöte, wo nicht nur eine Vollsilberrohrflöte, sondern wirklich Vollsilberflöte, kommt man eigentlich unter 10.000 bei keiner Firma weg. Und ja, 10.000 Euro muss man halt erstmal haben, so im Studium. Ich kenne nicht so viele Leute, die das halt einfach so haben. Manche haben das mal angespart über die Zeit, manche haben natürlich Unterstützung von der Familie und bekommen das zum Teil vorgelegt. Oder bekommen auch einen Teil von der Familie dazugelegt, also geschenkt sozusagen. Das ist so ein gängiges Modell, denn wenn man so Anfang 20 ist und man bekommt dann irgendwann so, es wird einem klar, dass man sich eine Querflöte kaufen muss in dieser Preisklasse. Selbst wenn man sich eine gebrauchte Vollsilberflöte kauft, sind das immer noch Zahlen, die man halt nicht unbedingt mal eben kurz aus der Portokasse zahlen kann. Zumindest nicht im Studium, ja. Das wird dann später, wenn man berufstätig ist, ein bisschen anders. Da sind das auch Investitionen, die Betriebsausgaben sind. Sprich, man kann das dann von der Steuer absetzen und. Aber wenn man im Studium ist und man irgendwie gerade so seine laufenden Kosten gedeckt bekommt und froh ist, wenn man vielleicht 50 Euro, vielleicht auch mal 100 Euro im Monat auf die Seite legen kann und man sich dann so denkt, okay, wie viele Jahre muss ich jetzt sparen, damit ich mir dieses Instrument kaufen kann? Und irgendwann wird es halt eng, denn dann wird man an den Zeitdruck erinnert, denn man ist natürlich mit einem Instrument, wie das in vielen Fällen irgendwie in der Musikschulzeit oder im Jungstudium noch so der Fall ist, man ist nicht konkurrenzfähig. Das heißt, man fängt irgendwann an, Probespiele zu machen oder
Wettbewerbe machen zu wollen. Oder eben schon bei der Aufnahmeprüfung wird man konfrontiert mit zum Teil Instrumenten von anderen FlötistInnen, wo man denkt, wie? Wie? Und ich spreche jetzt hier ganz persönlich aus meiner Erfahrung. Ich habe meine Aufnahmeprüfung auf einem Instrument gespielt, was sich später als absoluten Schrotthaufen herausgestellt hat. Die Flöte, die ich damals gekauft habe, war leider erstens nicht mehr gut in Schuss und zweitens war es halt nie ein wirklich gutes Instrument. Für die Zeit, wo ich das in meiner Jungstudienzeit gespielt habe, war das völlig fein. Aber als ich eben dann Aufnahmeprüfungen gemacht habe an den Hochschulen mit 21, ja, war das Instrument halt absolut durch. Und selbst eine Generalbeholung hat dann nicht mehr geholfen, sondern das Instrument war durch. Und das habe ich dann jetzt auch irgendwann mal entsorgt. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass ich bei meiner Aufnahmeprüfung nicht auf einem sehr guten Instrument gespielt habe, sondern auf einer nicht so guten Flöte, wo mein Professor dann später im ersten Semester in den ersten Wochen auf der Flöte gespielt hat und gesagt hat, was ist das denn für ein Ding? Ich hatte dann das große, große, große Glück, dass er mir damals seine alte Maynard-Flöte, auf der er seine ersten, boah, ich glaube, 10, 15 Jahre Orchesterdienst gespielt hat, geliehen hat, und zwar völlig unentgeltlich. Das Einzige, was ich ihm bezahlt habe, war die Versicherung für das Instrument und am Ende die Generalbeholung für dieses Instrument. Das war alles. Ich habe bei ihm keine Gebühr zahlen müssen oder so. Das war wirklich absolut hilfreich. Und ich habe dann also ab meinem ersten Semester auf einer wahnsinnig guten Vollsilberflöte von Jochen Mehnert noch gespielt, also mittlerweile vom Opa. Mittlerweile sind die ja in 3 Generationen da im Haus und der Opa baut auch jetzt schon gar nicht mehr, aber ich kenne eben die anderen 4 sehr, sehr gut, die bauen, und meine jetzige Flöte, die ich habe, ist eben auch vom Bernd Mehnert gebaut und mein Piccolo vom Tino Mehnert und der Nina Mehnert. Und ja, was soll ich sagen? Ich war sehr dankbar, dass ich dann 2 Jahre auf diesem wirklich sehr, sehr guten Instrument spielen konnte. 3 Jahre sogar, 2015, ja, 3 Jahre. Und dann kam ich eben irgendwann an den Punkt, dass ich ein bisschen was gespart hatte, meine Eltern mir einen privaten Kredit gegeben haben, gesagt haben, hey, wir können dir so und so viel leihen, das kannst du uns in aller Ruhe abzahlen. Und dann fehlten mir aber halt noch, ja, so ein gutes Drittel von der Flöte. Und dann saß ich irgendwann 2017 am Weihnachtsessen, unter anderem mit meiner Oma am Tisch, und die sagte dann irgendwann zu mir, ja Schatz, was brauchst du denn noch? Dann habe ich ihr den Betrag gesagt, der mir quasi fehlt, den ich nicht gespart hatte und den mir meine Eltern auch nicht vorlegen konnten. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, überweise ich dir. Will ich nicht zurückhaben. Mache ich gerne für dich. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie ich damals schon geweint habe und wie ich jetzt auch emotional werde bei diesem Gedanken. Denn das hat mir enorm den Druck rausgenommen. Und ich wusste, okay, wenn die Flöte gebaut ist und ich sie abhole, kann ich diese Rechnung bezahlen. Und dann habe ich zwar noch Schulden bei meinen Eltern, die habe ich tatsächlich bis 2021, glaube ich, bis 2021 auch noch abbezahlt. Das war auch völlig fein, das war auch alles entspannt. Und die Flöte ist tatsächlich jetzt einfach mir. Also ich habe keinen Kredit groß aufnehmen müssen dafür, sondern ich konnte mir sie kaufen. Ich kenne aber auch FlötistInnen, die wirklich hohe Kredite aufnehmen, sowohl bei der Bank oder eben über die Eltern, die dann bei der Bank einen Kredit aufnehmen, um so ein Instrument zu bezahlen. Und um jetzt hier vielleicht Leuten auch, die zuhören, die sagen, okay, ich spiele hobbymäßig Flöte und meine Flöte hat irgendwie einen Tausender gekostet, was ja auch schon viel Geld ist, muss man sagen. Von welchen Beträgen reden wir denn hier? Dachte ich mir, ich mache heute mal so einen kleinen, aber feinen Rundumschlag in der Flötenwelt, was es denn da so alles gibt. Und wir fangen einfach mal ganz basic an, und zwar mit den Schülerinstrumenten, die ja, ich nenne hier heute auch keine Marken, by the way. Also abgesehen von der Mehnert-Flöte, die ich habe, welche Marke ich jetzt natürlich genannt habe, weil das mein Instrument ist und ich immer wieder gefragt werde, was ich denn spiele. Meine, wie gesagt, Konzertflöte ist eine Vollsilberflöte von Mehnert. Ansonsten werde ich jetzt aber hier keine Marken nennen.
Es geht mir jetzt nicht um irgendwelche Empfehlungen, whatever, sondern mir geht es wirklich erstmal so um die Preisklassen, um klarzumachen, von welchen Preisen wir hier reden. Also die Schülerinstrumente, die auf dem Markt sind, fangen zum Teil bei 350 € an. Das sind sogenannte Einwegflöten. Ich möchte hier appellieren, dass wenn man sich so ein Instrument kauft, man nicht glauben sollte, dass dieses Instrument auch nur eine Reparatur wert ist. Denn jede Reparatur übersteigt in der Regel diesen Preis. Also wenn so ein Instrument mal kaputt ist, beziehungsweise wenn so ein Instrument abgespielt ist, dann ist es tatsächlich Schrott. Das kann man einfach dann recyceln. Aber diese Instrumente sind wirklich nicht mehr reparabel. Das lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, mehr Geld in eine Flöte reinzustecken, als sie mal ursprünglich wert war. Die meisten Schülerinstrumente von gängigen Marken, Neusilberflöten, die quasi auf die versilbert sind, also die, da ist kein Edelmetall dran, sondern Neusilber bedeutet am Ende einfach ein Gemisch. In der Regel kommt ein bisschen auf die Marke an, aus Kupfer, Zink und Messing. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Don't judge me. Ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Aber Neusilber ist auf jeden Fall ein Metallgemisch und dieses wird versilbert. So, das sind auch diese Flöten, die so sehr glänzen. Also wenn Flöten versilbert sind, dann haben die so einen sehr schönen Glanz, was auch natürlich vor allem Kinder total schön finden. Die glänzt so schön, das habe ich schon ganz oft gehört. Meine Flöte glänzt zum Beispiel nicht, weil die ist nicht versilbert. Ich habe die nicht extra versilbern lassen, sondern das ist rohes Silber. Das sieht natürlich anders aus wie eine versilberte Flöte. Egal, was drunter ist. So, also eine ganz stinknormale Schülerflöte, die gibt es mittlerweile mit gebogenem Kopf, die gibt es mit Loop. Das sind dann, wenn ihr das mal googelt, werdet ihr sehen, wie gesagt, kommt auf die Marke an. Es gibt also auch Instrumente, die durchaus möglich sind zu spielen für 5-, 6-, 7-Jährige, für sehr kleine Kinder. Ich selber habe mit 4,5 angefangen, mit so einer gebogenen Flöte damals, ohne Fuß. Das heißt, ich kam auch nur bis zum D1. Und das war 1998. Also da gab es schon tatsächlich Flöten, die für Kinder ausgerichtet waren. Mittlerweile gibt es da noch viel, viel, viel mehr. Da wird natürlich auch ganz viel rumgespielt. Aber in der Regel kommt man bei einer Schülerflöte irgendwo zwischen 600 und 800 € bekommt man ein Instrument, mit dem man auch wirklich einige Jahre gut spielen kann, wo es sich auch lohnt, da auch nochmal Geld reinzustecken, wenn da irgendeine Reparatur gemacht werden muss. Manche Flöten von manchen Firmen sind wirklich so robust, dass die auch 10, 15 Jahre halten. Also vielleicht sogar 20, je nachdem, wie gut sie gepflegt werden. Und bei Schülerinstrumenten, die wie gesagt irgendwo bei 600, 700 € anfangen, gibt es auch Instrumente, die dann mit irgendwie Vollsilber, Mundlochplatte und solchen kleinen Späßen, da kann man dann auch mal irgendwie bis 1.000 € gehen, wenn man einen Vollsilberkopf haben möchte. Irgendwann, dann spielt man sich irgendwo zwischen 1.200 und 1.600 € ein. Auch wie gesagt, kommt total auf die Marke an. Ja? Aber wenn man dann irgendwann so den Next Step möchte, nach so einer ganz stinknormalen Neusilberflöte, steigen halt viele um auf einen Vollsilberkopf. Das habe ich damals auch gemacht. Und ja, da kann man auch mal so 1.600, 1.800 und vielleicht sogar 2.000 € reinstecken. Das sind aber, wie gesagt, auch Instrumente, die wirklich im fortgeschrittenen Bereich wirklich lang gespielt werden können. Und für viele ist das auch schon wirklich das, also im Hobbybereich vor allem, das Maximum dessen, was sie reinstecken wollen, finanziell. Denn so ein Instrument muss natürlich auch gewartet werden, ne? Also wenn man es halt nicht gut pflegt und dann auch nicht zum Instrumentenbauer, Bauerin oder jemanden bringt, der sie reparieren kann, dann ist der Verschleiß irgendwann so hoch, dass es sich vielleicht auch nicht mehr lohnt, dieses Instrument zu reparieren. Dementsprechend kann ich nur da appellieren, auch wenn hier LaienflötistInnen zuhören, kümmert euch um eure Instrumente. Ja? Gibt einen Grund, warum meine Instrumente Namen haben. Es sind für mich Familienmitglieder und ich kümmere mich sehr, sehr ausgiebig um sie. Pflege sie, putze sie, poliere sie regelmäßig, bringe sie regelmäßig zu den Instrumentenbauern. Und lass sie durchchecken. So ein bisschen wie wenn man ein Haustier hat, was man zum Tierarzt bringt. Ja?
So, und jetzt geht's weiter. Denn wenn man natürlich irgendwann im fortgeschrittenen Bereich ist und sagt, okay, ich möchte Musik studieren, sprich, man ist vielleicht in der also in einem Jungstudium oder in einer studienvorbereitenden Ausbildung, das Niveau wird höher, man spielt vielleicht auch Kammermusik, man spielt schon Konzerte, was bei mir in der Jugend ja auch schon der Fall war, Jugend musiziert, etc. So, dann kommt man irgendwann in so eine Riege, wo es vielleicht Sinn ergibt, zum Beispiel ein Vollsilberrohrinstrument zu kaufen. Wo dann zum Beispiel, also wie gesagt, das Vollsilberrohr, die Mechanik ist nicht aus Silber, die ist dann versilbert, das ist dann wieder Neusilber. So, dann geht es natürlich preislich schon weiter nach oben. immer noch so, dass ich sagen muss, wenn dann da Eltern helfen oder Familie hilft, kann man das gut machen. Man kann natürlich auch sparen, man kann sich dann irgendwie über Jahre das, ja, entweder ersparen oder man zahlt es dann halt ab als Jugendlicher. Man sagt, okay, ich möchte jetzt so eine Flöte haben, die irgendwie 3.000 bis 4.000 € kostet. Dass dann da die Eltern, wenn sie können, das bezahlen und sagen, okay, hey, du zahlst uns das über die Jahre ab. Das ist aber alles auch noch, wo ich sage, das ist so im Preis, der gedacht irgendwie ganz okay ist. Das kann man irgendwie in 2, 3 Jahren gut abbezahlen, auch als Jugendlicher. So. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Jetzt sind wir nicht mehr im Jungstudium, sondern wir sind dann, haben dann irgendwann mit so einem Instrumentenaufnahmeprüfung geschafft, sind im Studium. Ja, und wenn einem dann so wie mir bei einer Aufnahmeprüfung auffällt, wie viele 100.000 € da zum Teil laufen, denn wenn man bei so einer Aufnahmeprüfung ist, Leute, die hier zuhören, die Musik studieren, die eine Aufnahmeprüfung oder mehrere Aufnahmeprüfungen hinter sich haben, wissen, was ich meine. Und da laufen dann zum Teil FlötistInnen rum aus aller Welt, ja, Deutschland, aber auch aus aller Welt, mit Instrumenten im Wert von 15, 20, 25, 30.000 €. Und dann steht man da und denkt so, what the hell? Wie? Wie? Also, ich habe schon die unterschiedlichsten Stories gehört, von Kredit aufgenommen bis hin zu Papa kann es aus der Portokasse zahlen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass es natürlich auch Menschen in diesem Land gibt, sowohl auch im Ausland, die so viel Geld verdienen oder so viel Geld besitzen, dass sie so eine 25.000 € Goldflöte einfach mal so aus der Portokasse zahlen können. Ja, aber in der Regel ist das ja nicht der Fall, sondern in der Regel, wenn wir von dieser Preisklasse sprechen, ist entweder sehr viel familiärer Background da. Also aus verschiedenen Familienangehörigen, meine ich jetzt, also mehrere, die da unterstützen. Denn ich kenne nicht so viele 20-jährige FlötistInnen oder 19-Jährige, die sich mal eben für 20.000 € eine Flöte kaufen können. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar, die sagen, 20.000 € Saskia? Wie 20.000 €? So, ich nehme euch mal mit. Also wenn ihr auf eine Vollsilberflöte umsteigt, wie ich gerade anfangs schon gesagt habe, also Vollsilber, auch Mechanik, dann kommt man unter 10.000 € eigentlich, bekommt man da nichts. Egal zu welcher Marke man geht. Ob man sich die jetzt wie ich selbst bauen lässt von einem Instrumentenbauer, gibt hier in Deutschland ja noch mehr als Menards, die in Deutschland auch bauen und produzieren, sondern auch sämtliche Marken, die weltweit produzieren und die man dann in Musikalienhändlern ausprobieren kann. Also unter 10.000 € neu kriegt man da eigentlich nichts. Gebraucht. Kann das sein, dass man da was kriegt? Aber das muss ja auch passen, ne? Man zahlt ja dann auch nicht 7.000, 8.000 € für ein gebrauchtes Instrument, was einem nicht gefällt. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. So. Jetzt steigen wir noch eine Stufe höher. Jetzt gibt es Leute, ich persönlich lege da keinen Wert drauf, beziehungsweise mir ist das auch ziemlich wurscht, was die Leute spielen. Ich habe aber natürlich sehr viele Studierende, StudienkollegInnen bei Probespieltrainings, bei Probespielen, bei Aufnahmeprüfungen gesehen, die mit Goldflöten umherlaufen. Sei es jetzt vergoldet, das gibt es auch das kurz erklärt. Eine vergoldete Flöte ist eine Vollsilberflöte, die eine Vergoldung bekommen hat. Das heißt, es sind an sich Vollsilberflöten. Die sind natürlich weitaus günstiger als eine Vollgoldflöte. Was es dann natürlich auch gibt, so Gimmicks sind, dass eine Vollgold-Rohrflöte ist und die Mechanik ist eigentlich aus Vollsilber, wird aber vergoldet, damit es gleichmäßiger aussieht. Ja. Also da gibt es auf dem Markt extrem viel Möglichkeiten.
dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe irgendwie einen Goldkopf, aber ich habe eine Vollsilberflöte und dann sage ich mir, okay, damit das irgendwie einheitlich aussieht, lasse ich meinen Korpus vergolden. Ist alles möglich. Also kann man alles machen. Und das Wichtigste an meinen, also für mich persönlich, ist jetzt hier auch mitzuteilen, wenn jetzt hier Leute zuhören, die eben in dieser Preisklasse sich schon ein Instrument gekauft haben oder irgendwann in so eine Preisklasse gehen. Mir ist wichtig zu betonen, es ist eure Entscheidung, es ist euer Instrument. Ihr könnt machen, was auch immer ihr wollt und was sich für euch gut anfühlt. Wenn sich das für euch gut anfühlt, dass ihr sagt, ich habe eine Vollsilberflöte, ich möchte die vergolden lassen, do it. Macht, was ihr wollt. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe sehr viel Goldflöten in meinem Leben ausprobiert, von allen Marken, glaube ich, auch schon Flöten in der Hand gehabt, von 15.000 bis 50.000, 70.000 Euro, alles in der Hand gehabt. Und ich habe gemerkt, dass für mich Gold nicht in Frage kommt. Und zwar einfach, weil mir der Klang bei mir nicht gefällt. Ist nicht mein Sound. Das bedeutet nicht, dass ich Goldflöten grundauf irgendwie nicht schön finde, sondern das bedeutet nur, dass es bei mir nicht, mir gefällt es nicht. Und ich möchte mein ganzes Leben im Idealfall auf diesem Instrument spielen. Wenn ich in 15 Jahren der Meinung bin, ich kaufe mir was anderes, dann kann ich das ja dann tun. Aber ich dachte mir, als ich die Flöte dann habe bauen lassen, ich mag diesen Silberklang, ich mag den sehr an mir, bei mir. Wenn ich meine CD-Aufnahmen höre, denke ich so, oh mein Gott, ist das geil. Und ich mag das. Und der goldene Klang, so Goldflöten, ich habe das viel ausprobiert und gemerkt, das ist es nicht. So, wenn ihr aber jetzt merkt, das ist es total und ich möchte halt unbedingt so ein Instrument haben, auch da gilt natürlich, man kann auch da gebrauchte Instrumente ausprobieren. Es gibt immer wieder FlötistInnen, die ihre Goldflöten verkaufen, weil sie sich auch ein anderes Instrument kaufen. Und da kann man natürlich einen Haufen Geld sparen. Zum Teil. Ja. So, jetzt gibt es da auch noch verschiedene Karatzahlen. Das heißt, wenn jetzt hier, wie gesagt, LaienflötistInnen zuhören, die sich damit noch nicht so auskennen, da gibt es auch alle Spielereien. Also ich habe zum Beispiel einen Kopf bei mir, einen Flötenkopf, der ist Vollsilber mit Goldanteil. Der sieht aus wie ein Silberkopf, ist aber sehr schwer, ist mit Goldanteil angemischt. Das ist ein Material, was Menards damals ausprobiert haben und ich liebe diesen Kopf sehr. Also es war einfach auch der Kopf. Also es war sofort klar, dass es dieser Kopf wird. Das heißt, ich habe einen Goldanteil in meinem Kopf drin, aber eben keinen hohen. So, jetzt gibt es aber 9-Karat-Flöten. Ich habe, glaube ich, sogar mal 5 Karat irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Wahrscheinlich auch irgendein Gemisch. 9 Karat, es gibt 14 Karat, 18 Karat, 24 Karat. So, 24 Karat Goldflöten, das sind die Dinger, die ganz oft, wenn ihr SoloflötistInnen von sehr großen Orchestern seht oder die SolistInnen von vor großen Orchestern seht, die so Goldflöten haben. Das sind oft 18 oder 24 Karat Goldflöten. Und sowas sollte man auch mal ausprobiert haben. Ich finde es wichtig, das auszuprobieren, ob man merkt, ob das was für einen ist. Für mich ist es A, preislich nichts und zweitens ist es auch klanglich nicht mein Ding. So, aber es geht eben bis 24 Karat und es gibt tatsächlich auch wenige, aber es gibt Platinflöten. Ich habe mal auf einer gespielt, die bei einem Flötenbauer in Deutschland zu dem Zeitpunkt gerade war. Sehr krasses Instrument, ja. Ich glaube, 6-stellig, wenn man es kaufen will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe jetzt nicht nach dem Preis gefragt, aber bei Platin kommt natürlich auch nochmal auf den Marktpreis an. Das wollte ich auch noch sagen, es ist ganz wichtig, dass euch das klar ist. Natürlich sind Preise von diesen Flöten auch fluktuierend, denn es kommt auf den Goldpreis an und auf den Silberpreis. Also wo liegen diese Metallpreise? Wenn der Goldpreis steigt, steigen natürlich auch Preise für Flöten mit Gold. Also die aus Gold gebaut sind. Genauso bei Silberflöten. Wenn der Silberpreis steigt, ne, und so weiter. Bei Platin dasselbe. Ne? Es ist halt der reine Platinpreis, das Material natürlich sehr viel teurer, als wenn man sich 24 Karat Goldflöte kauft. Und na, ich sage immer, nach oben hin gibt es eigentlich, ist Open End. Also, wenn man das Geld hat und wenn man das geil findet, do it. Kauft euch eine Flöte für 50.000, 60.000 Euro. Wenn ihr das habt und ihr das machen könnt und ihr das wollt, macht es. Aber
ein Großteil der Studierenden und ich sage mal auch der professionellen FlötistInnen haben dieses Geld nicht, definitiv nicht. Das heißt, da muss Hilfe her, in Anführungsstrichen, ja. Das können Stipendien sein, das können Förderungen sein in irgendeiner Form, dass Stiftungen einen da unterstützen, das können Kredite sein, das können Familienunterstützung, Familienkredite sein. Also um auf so einen Preis, diesen Preis zu bezahlen als junger Studierender, als junger Mensch, also ohne Hilfe geht das nicht. Also wie gesagt, wenn man reiche Familie hat, dann vielleicht schon, aber das ist ja nicht die Regel. Und ich möchte hier da auch einfach noch eine kleine Lanze brechen dafür, dass es okay ist, wenn man sich darüber Sorgen macht, denn ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen, wie sich das angefühlt hat, zu merken, gefühlt alle um einen rum haben geile Flöten und geile Instrumente und man selber hat noch so ein Instrument nicht und man ist schlichtweg nicht konkurrenzfähig. Punkt. Das stresst einen natürlich umso mehr. Denn wenn man jetzt im Musikstudium ist, und ich weiß, hier hören ja viele zu, die Musik studieren, Flöte studieren, das hört ja mit der Flöte dann nicht auf. Sondern wenn man einen Bachelor of Music macht, mit dem Ziel, auch Probespiele zu machen, braucht man auch noch ein Piccolo. Und dann geht der ganze Rotz von vorne los. Auch da gibt es natürlich Instrumente, die man gebraucht kaufen kann und. Aber wir reden hier ja trotzdem von einem zum Teil höheren vierstelligen Betrag. So, und ich zum Beispiel habe jetzt hier mein Flöte und mein Piccolo zusammen kosten, habe ich einen Wert von 20.000 Euro hier liegen. Das heißt, meine Flöte und mein Piccolo zusammengenommen haben 20.000 Euro gekostet. Das ist schon abbezahlt. Und das ging nur, weil ich familiäre Unterstützung hatte. Das wäre sonst nicht drin gewesen. Sonst hätte ich einen Kredit aufnehmen müssen und würde wahrscheinlich jetzt noch diesen Kredit abbezahlen. Denn das sind einfach Relationen, die man als in Anführungsstrichen normalsterblicher Bürger, Bürgerin, die jetzt eben nicht einen Treuhandfonds und schieß mich tot irgendwie auf, also, ne, ihr versteht, was ich meine. Also ich möchte ja auch nicht die Leute bashen, die das Geld haben, gönnt euch, hammergeil, ja, schön, aber es ist halt leider nicht die Regel, sondern es sind eher die Ausnahmen, die das einfach so mal eben kurz bezahlen können mit der Kreditkarte. Es ist also völlig okay, wenn dich, du, die jetzt hier zuhört, die oder der, das stresst, das Thema. Mich hat das mehrere Dutzende schlaflose Nächte gekostet, weil ich wirklich gedacht habe, mein Gott, wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich so ein Instrument kaufen? Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Förderungen, es gibt Stiftungen, man kann das über Stipendien natürlich lösen. Aber Fakt ist, wir müssen es alle irgendwie lösen. Und gerade wenn hier Leute zuhören, die jetzt nicht Musik studieren, die nicht in der Musikbranche professionell unterwegs sind, für die ist das immer voll krass, wenn ich dann sage, was diese Instrumente wert sind, beziehungsweise was ich mal bezahlt habe dafür, wo dann kommt, was hast du für deine Flöte ausgegeben? Wo ich sage, ja gut, ich fahre halt auch kein Auto, ich besitze kein Auto, ich habe keine anderen größeren, ich sag mal, krassen Ausgaben, außer dass ich meinen Laptop hier liegen habe, der auch jetzt nicht gerade ganz günstig war, aber trotzdem nicht mithalten kann mit der Querflöte. Ja, das ist immer wieder spannend, deswegen wollte ich darüber jetzt mal sprechen und einen ganz kurzen Abriss einfach zu geben, dass wenn man im professionellen Bereich unterwegs ist, man mit Instrumenten konkurrenzfähig sein muss. Das bedeutet nicht, dass wenn man jetzt sagt, okay, wenn ich Probespiele mache, klar, aber es bedeutet nicht, dass man das unbedingt braucht, um ein paar Konzerte im Jahr zu spielen. Da kann man sich auch ein Instrument kaufen, was ein bisschen weniger wert ist. Aber wenn man eben auf künstlerisch sehr hohem Niveau unterwegs ist, kommt man nicht umhin. Das ist bei jedem Instrument so. Es ist ja nicht, sind ja nicht die Einzigen, die das Thema haben. Und wenn man so eine Flötenfamilie voll machen will, so wie ich, ja, mir fehlt jetzt nur noch die Altflöte, dann habe ich eine volle Flötenfamilie, dann kann es halt auch mal sein, dass man da insgesamt 30.000, 35.000 Euro rumliegen hat mit vier Flöten. Andere haben da halt eine für. Ne, Prioritäten und so. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Flöte spielen. Alle weiteren Infos zu meinen aktuellen Kursen etc., Webinaren, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Bis dann.
Musik.